Herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, ihr seht jetzt eine ganz andere Person, nämlich Alex ist im Hintergrund. Ihr habt wahrscheinlich mitbekommen über Instagram und Co. Ja, beim Heckeschneiden irgendwie so ein Wespennest erwischt und ja, mich hat es so ein bisschen erwischt. Hast du es richtig erwischt oder bist du nur dran her und... Ja, dran her erwischt nicht, zum Glück, sonst wäre es wahrscheinlich schlimmer ausgegangen. Ja. Auf jeden Fall habe ich ein paar Stiche abbekommen und ja, ich bin echt nicht kamerafähig, so wie du jetzt gerade... Sieht schon hart aus. Nein. Und deswegen mussten wir uns natürlich irgendwas einfallen lassen, dass wir auf jeden Fall diese Woche auch noch irgendwie ein Video an den Start kriegen und haben uns mal so die YouTube-Kommentare angeguckt, beziehungsweise du, ne? Mhm. Und du hast so gesagt, okay, da waren ein, zwei Leute bei, die so nachgefragt haben, wie man... Entschuldigung, ja, ich bin noch erkältet und ich habe so einen leichten Frosch im Hals. Willst du einen Schluck Wasser? Ein Stück Brot? Ja, du hast mir mein ganzes Wasser weggesoffen. Auf jeden Fall, Kommentar rausgesucht bei YouTube, zeig doch mal, wie man Öl kontrolliert. Haben wir nie so viel vollgenommen und wollten wir eigentlich kein Video drüber machen, haben uns aber jetzt gedacht, komm, da ich jetzt Kameramensch bin hier, ich kann mal nicht zeigen, zeigt Alex euch mal bei Aixa-Modellen, bei Casalini-Modellen, bei dem Kerry und so weiter, wo die Ölpeilstäbe sitzen und wie man Öl kontrolliert. Ja. Das kriegt er hin. Ich entschuldige mich jetzt schon für sämtliche Kamera-Fails hier, das hell-dunkel und ob das scharf ist oder nicht scharf ist. Ich habe jetzt diesen Klotz hier in der Hand und versuche das mal. Ja, ich sehe schon, du guckst überhaupt nicht aufs Display. Wo muss ich denn hingucken? Ja, du musst auf dem Display gucken, ob ich im Frame bin oder ob das abwandert oder sowas. Ich weiß noch nicht, was ein Frame ist. Ja, das ist das, was du siehst. Das ist der Frame. Ah, ach so, wenn es dann so ist, dann ist falsch, ne? Genau. wo fangen wir an? Wo willst du anfangen? Aixam? Ja, ich würde sagen Aixam, GTI. Ich glaube, wir müssen so ein bisschen differenzieren nach Premium und nach Normal, weil... Bei dem Premium hast du ja diese große Klappe da drüber. Ich weiß nicht, ob das eventuell einen Unterschied macht. Stufe. Wir fangen mal beim GTI hinter dir an. Der ist auch offen. Genau, schau mal. Erster Weg ist natürlich zum Griff hier. Ja klar, ich zeig's mal. Oh Gott. Also jetzt wird's... Also da unten ist irgendwo der Griff. Klar. Ich versuch mal jetzt hier... Ja, ey, ich sehe ihn sogar. Also ich komme nicht dran. Du bist da eindeutig besser ausgestattet. Ja. So, klar, Motorhaube sollte man aufmachen, das ist, denke ich mal, jedem bewusst. Und hier haben wir jetzt ein Auto mit einer Schalldämmabtrennwand. Also Schalldämmung, einmal Motorhaube und einmal Plastik nochmal drüber. Motor. Und kennt man einen Kubota, kennt man alle, kann man sagen. Denn da sieht man schon den Peilstab. Ne? Da ist er. Und, was sagt er? So, das ist schon mal, das ist... Ja, wir müssen einmal abziehen, ne? Das ist jetzt, hat sich gesetzt. Vor allem, ich mach mal so, man zieht den Peilstab so raus. Jetzt mache ich beides. Man zieht ihn raus und man muss ihn nach unten halten. Wenn man ihn nach oben hält, dann läuft das Öl an der Stange runter. Und dann hat man vom Minimum auf Maximum automatisch schon gemacht. Pass mal auf, ich hole mal eben einen Lappen. Oh. So, ich habe da nicht drauf geachtet gerade beim ersten Mal, weil es muss ja erstmal abgezogen werden. Um Ausreden ist er wirklich nie verlegen. Also das kann er gut. Das kann er wirklich gut. Ich habe immer einen Grund für Blödsinn, den ich mache. Das ist wirklich so, egal, wenn ich mal irgendwas erwische, der hat sofort eine Ausrede. So. Das hat mein alter Chef auch sehr an mir geliebt. Sieht ganz gut aus, ja. Ist voll. Sollte auch sein beim neuen Fahrzeug. Genau. Also, das... Oh. Vorsichtig wieder reinschieben, genau. Also bei allen Aixa-Modellen sitzt es immer an der Stelle. Wir können mal einen Motor zeigen, wo keine Schallschutzdämmung auf dem Motor ist, dass man sieht. Ja, aber warte. Ja. Wenn jetzt zu wenig drin gewesen wäre, 10W30 ist das Öl. Ganz normal hier oben einfüllen, wie man es kennt, 7/10er Deckel. Hier! Das ist ein 7/10er Deckel, du Gimpel! Jetzt weiß ich, was du meinst. Ich habe auch oft, das ist vielleicht ganz gut, dass ich mal filme heute, dann sehe ich mal so die Punkte, was ich falsch mache und du siehst gleich mal die Punkte, was ich falsch mache. Okay. Weil jetzt zum Beispiel, ich auch mal hier, guck mal da, zack, zack, und du sagst mal, ey, mach mal langsam, ich komme mit der Kamera gar nicht hinterher. Und jetzt weiß ich, was du gemeint hast. Und jetzt weiß ich beim nächsten Video, dass ich mich besser verhalten muss. Also hat die Wespenattacke doch vielleicht was Gutes. Ja. Gut, dann wollen wir jetzt mal zu einem ohne Abdeckung gehen. Wir nehmen am besten das MIN-Auto, der hat auf jeden Fall keine Abdeckung. Ich gehe mal mit euch hier durch die Halle, die übrigens schon wieder sehr, naja, wir haben die Autos wieder ein bisschen auseinandergestellt, dass es nicht so ausverkauft aussieht. Aber wenn wir ehrlich sind, warten wir auf Nachlieferungen, die wir hoffentlich im September erhalten.
So. Selbe Spiel, Haube öffnen. Arsch. Oh, ja. Nochmal Arsch, ich wollte so rum. So, wie man hier sieht, Motor identisch, sieht nur ein bisschen nackiger aus, weil die Abdeckung fehlt. Abdeckung fehlt. Die wäre sonst hier verschraubt und da verschraubt. Also könnte man es auch nachrüsten, ne? Ja, bei dem glaube ich nicht, weil der den Kühler hier an der Seite sitzen Stimmt. hat. Stimmt, die anderen Modelle haben Kühler von vorne. Da passt das hier nicht. Ja. Aber hier, Fallstab, selbe Stelle. Die ist sehr wabbel. Man muss hier unten schon schieben, sonst kriegt man es nicht gescheit wieder rein. Und okay. Hier 7/10er Deckel ist auch am Start. Ah, okay. Hier sieht man auch ganz klar Motorhaube ohne Dämmung mit dem Auto. Ja. So. Wo machen wir weiter? Oh. Sollen wir unser Sondermodell benutzen? Ja, der ist offen. Ab zum Casalini M20 Speziale. Übrigens einer meiner Lieblingsfahrzeuge geworden. Würde Christian übrigens auch sofort fahren. So. Natürlich auch hier dasselbe. Haube öffnen. Da unten irgendwo. Genau, perfekt. Hier packe ich immer ein Fett. Ja, man packt es mal daneben. Man packt immer hier rein, aber muss hier. Da den Griff. Nicht hier dran, so schön in das Fett rein, sondern daneben. Das ist mir tatsächlich auch schon öfters passiert. So, hier haben wir einen kleineren Aufstellmechanismus. Genau. Ein Wort von mir. Also Casalini verbaut ja den Lombardini-Motor von Cola. Und ich finde, ja, ist es deiner Meinung nach der bessere oder schlechtere Motor? Meiner Meinung nach? Ja. Ja, also ich fahre ja nicht selber die Fahrzeuge. Deswegen ist es schwierig für mich, das zu unterscheiden. Und wir haben keinen direkten Fahrzeugvergleich. Ne? Wir haben nur Aixam mit Kubota und Casalini mit Cola. Deswegen schwierig da zu sagen, das ist besser, weil man es einfach nicht gut genug vergleichen kann. Genau, und so sehe ich es auch. Also ich kenne beide Autos und ich finde... Es fahren beide gut. Ja. Also der Kubota macht im Aixam keine schlechte Figur. Was mir aber auffällt, also ich will nicht von der Qualität sprechen, aber von der ganzen Aufmachung finde ich den Lombardini-Motor irgendwie hochwertiger verarbeitet, wenn man da so reinguckt. Das stimmt. Ne? Von der Aggregate und so finde ich das echt hochwertiger. Und hier sieht man auch eindeutig, ich weiß nicht, ob ich es jetzt hinkriege mit dem ganzen Licht hier, dass die unten auch so einen Rußpartikel verbaut haben, den der Kubota irgendwie nicht drin hat, ne? So wirklich. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ja. Aber back to the roots, wird Philipp sagen. Ne? Wir wollen Öl kontrollieren. Das ist hier natürlich auch schöner gemacht, weil ist extra hier schön markiert farbig. Ja, und hier haben wir auch einen kompletten Kunststoffpeitschstab, ne? Genau, hier haben wir auch. Wir sind das Auto schon gefahren, deswegen hat das Auto ein bisschen mehr Farbe im Öl. Ja, was beim Diesel völlig normal ist, ne? Ja, das... Also wundert euch auch nicht, wenn ihr einen Diesel schon gefahren habt und macht nach 5000 Kilometern mal einen Ölwechsel. Das Öl ist schwarz. Ja, sobald das neue Öl reinkippst und der läuft einmal, ist es wieder schwarz. Ist ein bisschen... Also jedes Fahrzeug hat so seine eigenen Schwierigkeiten. Bei dem Kubota ist es so sehr flexibel und Hier ist es so ein bisschen in so einer Ecke drin, wo man schwierig drankommt. Ja. So, jetzt wollen wir die eigentliche Messung machen. Übrigens, man lässt den Ölstab immer ein bisschen drin, damit sich der Druckausgleich da, dass ein Druckausgleich passiert. Weil durch die Dichtungen hier hat man natürlich in dem Messröhrchen, drückt man das Öl nach unten. Ja. Wenn man das, also es war übrigens voll. Wenn man ich weiß, was du meinst. Übrigens, du musst in die Kamera gucken, ne? Ja, ich versuche das schon. Du hältst immer so seitlich von mir. Ja, das ist aber gut. Das sieht gut aus. Nein, du hast völlig recht. Wenn man mit Schwung den Ölpeilstab reindrücken würde, macht man so ein bisschen Überdruck in den Ölkreislaufsystem. Deswegen soll man so mal bis 1, 2, 3, 4 zählen. Dann zieht man den locker flockig wieder raus und kann man den Ölstand auch kontrollieren. Genau. Ja? So, dann haben wir Casalini auch schon abgefrühstückt. Was jetzt natürlich autospezifisch ist, ist ein bisschen schwieriger, hier Öl nachzufüllen. Ne? Das kennt ihr bestimmt auch aus der Werkstatt, das Problem. Ne? Ja, das stimmt. Das ist beim Kubota tatsächlich ein bisschen besser. Hier müssen wir hier hinten in die Ecke rein. Und dann füllt man hier nach. Da braucht man,
Also bei dem Auto hier würde ich sagen, braucht man schon einen speziellen Trichter. Ja, da kommt man nicht. Ja, mit einer Ölkanne kommt man dran, aber man kann es nicht so. Mit einem Literpot kommt man auch noch dran. Aber wenn man so hier von oben runter filmt, ist es so leicht unter diese Spritzschutzwand. Aber es ist auf jeden Fall machbar. Also bei meinem Wohnmobil ist es tatsächlich noch schräger, da brauche ich so einen extra Adapter. Echt? Also wer ein voll integriertes Wohnmobil hat und schon mal Öl nachgefüllt hat, der weiß genau, boah, Kotze. Ja. Okay, was auch interessant ist, hier steht sofort unser D-Truck. Der hängt an der Ladung, weil er abgeholt wird. Aber ist voll, den können wir abmachen. Ja. Licht haben wir ein bisschen wenig an hier, aber ja, mir kann man das verzeihen, ne, wenn das Licht nicht so passt. Ja. Hm. Ach, man sieht noch was. Ja, ich habe es ja extra auf Automatik gestellt. Also müsste eigentlich irgendwie funktionieren. Wenn jetzt sehr, sehr starke Kontraste, das mag er dann nicht. Hier haben wir natürlich auch den Kubota. Ich muss mal aus dem Schatten. Hier haben wir auch denselben Motor drin wie bei den normalen Eichsam. Hier ist der Fallstab. Genau. Und hier der 710er Deckel. Genau. Ich denke, jetzt brauchen wir nicht bei jedem Auto zeigen, wie man Öl kontrolliert. Wir zeigen jetzt nur noch die Fallstäbe und wo die Komponenten verbaut sind. Interessant finde ich den Carry übrigens. Ja. Sollen wir da mal als nächstes hin? Da gehen wir als nächstes hin. Beim Kipper ist es natürlich einfacher, weil man einfach hochkippen kann. Aber ich finde, da bei der normalen Pritsche ist es auch nicht schwierig. Nee. Man muss zwei Schrauben lösen, aber... Ja, dann hol du mal einen Schraubenzieher. Habe ich schon in der Tasche. Ah, hast du mitgedacht. Ich hoffe, der passt. Ja. Die Schrauben sind relativ groß. So, beim Carry natürlich muss man irgendwo an den Heckbereich. Ihr wisst, Carry Heckmotor verbaut. Dann hat man hier einmal rechts eine Schraube. Na. Was ist das, Schlitz oder Kreuz? Kreuz. Wow, Kreuz. So, dasselbe auf der anderen Seite. Genau, einmal da. Relativ lang, so, zwei. Und dann kann man die einfach vorne hochheben, die Siebdruckplatte. Ne? Ja, ist ein bisschen frickelig, weil... Ja, mit Schrauben so ein bisschen mithelfen, hochklappen. Nach hinten ziehen und nach vorne schmeißen. Und dann sind wir hier am Aggregat. Hier übrigens Öl nachfüllen, gar kein Problem, ist hier sofort der Deckel und dahinter der Fallstab. Der Fallstab ist hier. Geht relativ schwer raus, lasse ich jetzt mal einfach drin. Zieh ihn jetzt da raus. Okay, immer, das ist einfach. Zieh drei, oh, bist du stark. Oh, eine Feder. Genau. Hier haben wir jetzt, Moment, Kamera, Fokus, geht das? Ganz vorne hat man die Spitze, zeigen wir mit dem Finger drauf. Also hier ist die Spitze, hier ist ganz unten. Genau, und oberhalb ist das Minimum, wo das, so, da ist Minimum. Sollte natürlich hier zwischen den Metallen sein. Ne? Und so ist es bei jedem anderen Peilstab auch. Man hat da meist immer eine Min- und Max-Markierung. Dazwischen sollte es sich befinden, wobei es immer zu empfehlen ist, wenn man nachguckt, dass man dann auch immer auf dem Strich von Max ist. Wobei, ich mache das ungern bei meinem Auto. Wegen? Weil der so eine leichte Ölverdünnung hat und dann habe ich hinterher zu viel drin. Und dann schlägt, wenn man Pech hat, die Kurbelwelle im Öl und dann hast du richtig gewonnen. Die Kurbelwelle ist immer so ein bisschen im Öl gehalten, aber du meinst, wenn die komplett im Öl versinkt? Ja, nee, dann schlägt die. Wenn die in das Öl unten reinschlägt, dann, genau, dann hast du schaumig. Genau, hast du eine Schaumbildung und dann hast du Luftbläschen und dann hast eine du schlechtere Spaß. Ölschmierung. Genau. Aber so tiefgründig wollen wir gar nicht eingehen. Wir wollen ja hier erzählen oder zeigen, wo die Ölpeilstäbe sind. Agora machen wir als nächstes. Unseren gelben hier. Unser schöner saphirblauer Agora ist weg. Übrigens, dieses Wetter draußen, das ist einfach nur noch Kotze, ne? Wieso ist der Agora eigentlich schon weg, der blaue? Ich glaube, wir haben das Video ausgestrahlt und dann hat Philipp eine Anfrage gekriegt, hat ihn vorgeführt und hat ihn sofort dagelassen. Und soweit ich weiß, sind schon wieder zwei, ich glaube, ein Ligier und ein Agora in Bestellung, auch in Saphir, in Sepangblau. Verrückt. Ja. Man muss manchen Leuten erst zeigen, wie schick es ist, dass sie sich das trauen zu bestellen. Ne? Aber was ich ein bisschen schade finde, klar, man zeigt denen das, dass es schick ist. Aber ich würde dann eher von mir aus sagen, was ist denn noch schick, was gab es noch nicht? Ja, aber ich hätte, glaube ich, Angst vor ihnen, weil man bestellt sich das Auto, man bezahlt dafür Geld und dann probiert man was aus, was dann irgendwie dann nicht gefällt und dann ist das Risiko schon höher. Ne? Deswegen machen wir es ja auch. Wir machen immer verschiedene Varianten, um dann auch zu zeigen, was so möglich ist. So, Agora selbe. Trick, hier in der Mitte greifen.
Genau. Ist zu. Müssen wir auch nochmal entriegeln. Genau, einmal kurz entriegeln. Im Innenraum, wie bei den anderen Fahrzeugen, ist ein Hebel. Ja, das ist jetzt problematisch. Weil Anhänger im Weg. Auch. Das musst du machen. Du hast längere Arme. Moment. So, ich musste gerade mal einspringen und entriegeln. Dann zieht man da hoch. So. So. Zack, zack, zack. Jetzt kommen wir ein bisschen von der Seite, ne? Ja. So, dann haben wir hier den Peilstab. Und das ist auch gleichzeitig auch der Füllmechanismus, ne? Oder? Genau, also wenn man den rauszieht, kann man da einen Trichter einfüllen und da kann man auch Öl nachfüllen. Aber bitte, gerade bei unseren Krankenfahrstühlen mit dem Honda-Motor, muss man wissen, dass die maximal Ölauffangmenge, also wenn man einen Ölwechsel macht, kippt man 0,7 Liter rein. Das heißt, wenn der Peilstab hier auf Minimum steht, dann sollte man mit einem Schnapsglas nachfüllen. Na, man kennt es ja, man nimmt mal so einen halben Liter und kippt nach. Wenn man das hier macht, dann ist man am Arsch, weil dann ist man gleich überfüllt und dann platzt der Motor, haben wir schon gehabt. Also, wenn Öl fehlt, Schnapsgläschen nehmen und peu à peu ein Schlückchen nachkippen, das reicht. Oder man schraubt sofort unten die Schraube auf, macht das Öl raus und kippt 0,7 Liter neu rein, dann weiß man genau, hat man eine frische Gesamtfüllung des Motors. Und was ist da mit dem Ölfilter, das ist egal? Der Honda hat keinen Ölfilter. Ah, okay. Das darf man dir auch nicht übel nehmen, weil du bist ja auch Kameramensch. Ja, ich bin kein Motortechniker. So ist es. Ich weiß nur, wo man Öl nachguckt. Also, die Honda-Motoren bei Krankenfahrstühlen haben keinen Ölfilter. Wird aber tatsächlich ganz oft angefragt, dass Leute dies bestellen wollen. Da sind wir schon durch. Sollen wir noch mal gucken bei einem Elektroauto? wo man da das Öl nachfüllt? Warte mal, ich gucke gerade. Eichsam haben wir, mit und ohne Dämmung, Casalini haben wir, Kerry haben wir. Irgendwas vergessen? Schreibt mal in die Kommentare. War es auch mal cool? Wollt ihr öfters mal Alex vor der Kamera sehen, wenn ich filme? War die Qualität sogar besser? Die Kameraführung besser? Sagt es uns. Ich glaube nicht. ja. Ist anders. Die Abmoderation ist jetzt dir. Ich sag schon mal Tschüss. Tschüss. Bye, bye.